und herzlich willkommen. Hier ist das LOL zum Sonntag mit Ryu Kamirai auf der Botlane. Der jetzt hier gleich Warwick im Jungle hilft und wir sind heute nur zu zweit, weil sonst wirklich niemand da ist. Man muss doch sagen, die Aufnahme ist sehr kurzfristig. Ja, ja. Aber wir waren nie fünf, in der ganzen Woche nicht. Haben wir nicht in der Woche Risiko gespielt? Ja, da waren wir vier. Wir haben doch nicht nur zu viert Risiko gespielt. Ja, Bissel ist gespielt kein LOL. Ah, stimmt. Da war was. Aber bei Nasus ist das Wichtige, Leute, den Schaden zu addieren, indem man richtig mit der Q last hittet. Weil das gibt am Ende Damage. Stimmt's, Ryu? Nasus ist so ein richtiger Braindead-Champion. Du musst einfach nur Minions mit den Q hauen. Und du gewinnst das Spiel. Du kannst alles andere ignorieren. Mach ich erst die E oder die W? Oh, ich mach jetzt mal. Am Anfang ist es aber halt so, dass die Abklingzeit von der Q manchmal noch zu groß ist, um jeden Champion damit lasteten, jeden Vasall mit dem Glas hitten zu können. Oh, der macht Feuer! Rumble ist ein Champion, der glüht Feuer. Oh. Also gegen Rumble könntest du vielleicht ein bisschen Probleme haben am Anfang. Ja, weil der die ganze Zeit Feuer macht. Guck! Kann ich leider nicht gucken. Ja, ich meine die dann die Zuschauer guckt. You see, aber man muss sagen, Nasus irgendwie, der macht sich mit seiner Kuh auch dann irgendwie wieder Leben dazu, so. Der haut halt die ganze Zeit drauf, kriegt dann Leben auch noch, also er wird belohnt dafür. Das Problem an Nasus ist halt, dass er wirklich so braindead ist, dass er wirklich nur die Minions mit die Kuh hauen muss. Und selbst wenn er getokt wird, kann er sich damit einfach hochheilen. Der tötet mich! Halt jahrelang auf der Lane stehen. Oh Gott, also Rumble ist fies mit seinem Feuer. Ich muss aber auch sagen, verehrte Damen und Herren der Zuschauerschaft, ich spiele halt jetzt Nasus das erste Mal, seitdem ich LOL wieder jetzt hier angefangen habe wieder. Weil Trinder gebannt wurde. Ja, weil Trinder gebannt wurde. Nachdem wir fünfmal oder so in der Champion Select waren und immer Trinder geklappt hat, aber irgendjemand verlassen hat. Oh Gott. Gegnerischer Doppelkill, war das auf der Botlane? Jo. Guck mal. Yasuna sehr schlecht engaged hat. Und warum ist jetzt auch noch Yasuo? Weil er an Rame gestorben ist, weil du nicht gepinkt hast? Ja, der Kanal sieht das doch, wenn er auf die Minimap guckt. Also Timo hat mir mal beigebracht, eigentlich muss man dieses Ping nicht machen, weil Map Awareness man davon ausgehen sollte. Also es war nett, wenn man das macht, aber man sollte das verlangen dürfen. Das Problem ist, du sollst nicht davon ausgehen. Naja, ich gehe ja davon aus, dass wir vernünftige Mitspieler haben. Ja, dafür kannst du aber niemals in Null ausgehen. Generell. Ja, dann stirbt er halt als Strafe dafür, damit er Map Awareness lernt. Sonst lernt das ja nie. Ja, aber das Problem, dann hast du ja auch den Nachteil, dass du ein gefliegter Laner hast. Ich bin bereit, dieses Opfer auch einzugehen, dafür, dass er es vielleicht dann in zukünftigen Spielen lernt. Okay. Kann ich sagen, so gewinnt man keine Spiele. Ja, das hier ist ja auch ein Notrops, weil sonst niemand da ist. Wow. Ja, wir sind halt nur zu zweit. Und Rumble macht. Richtig hart reinfallen. Hey, nee, wir wollen das schon gewinnen. Man muss sagen, Nasus wird halt spät schadig. Ist hier der mit dem seinem Feuer, das ist AP, oder? Ja. Kannst dir eine Spirit Visa schulen. Oder eine Geistessicht, ich weiß nicht, welche Sprache du spielst. Ich spiel Deutsch. Ja, dann kannst du dir eine Geistessicht nehme ich überhaupt gerade auf. Ich muss kurz OBS gucken. Ja. Der ist schon wieder rot. Das heißt, der übernimmt sich ein bisschen, habe ich das Gefühl. Wenn er rot ist, nicht in Midi-Range gehen, weil dann macht er extra Damage. Ja, nur AD, oder? Wenn er im gelben Bereich ist,
Ja, auch Magic Damage mit seinen Schlägen. Wenn er im gelben Bereich ist, machen alle seine Fähigkeiten machen nicht mehr Schaden, oder? Also wenn er rot kann ist. Keine Fähigkeiten einsetzen, wenn er rot ist. Achso. Wenn er im gelben Bereich ist, machen alle seine Fähigkeiten mehr Schaden. Und sonst ist halt Standard. Jetzt ist er weg. Dann ping ich mal für den auf der Midlane. Ich glaube, er ist aber nach Hause gegangen, ehrlich gesagt. Dann push noch härter. Es ist das LOL zum Sonntag. Es ist das LOL zum Sonntag. Ich beam mich jetzt nach Hause. Weil der ist jetzt, nachdem er ja zu Hause war, macht er jetzt ja mehr Schaden als ich und ich will da keine Risiken eingehen. Für was brauche ich denn Glanz? Also hier sagen die, ich soll gefrorenes Herz kaufen, aber das... Das bringt ja gar nichts. Bringt mir ja mehr... und unerlässliche gegen... Was soll ich hier? Ich soll also hier was ich dir empfehlen könnte gegen Rumble ist Trinity Force. Ja, Trinity, das wird mir auch empfohlen. Und dann halt die Geistessicht. Und wenn er dir zu viel Schaden macht, dann erst die Geistessicht und dann halt Trinity. Ha! Nasus! Bin ich! Jetzt verliert der Yasuo gegen die Elise. Warum habe ich jetzt die W gemacht? Das war voll useless, dass ich die W gemacht habe. Also ich bin ja jetzt vor kurzem auf die ADC-Position gewechselt und deswegen spiele ich gerade Xayah. Weil ich hier halt lernen will. Ich glaube, ich kenne Xayah gar nicht. Das ist diese Vogelfrau, die Federn schießt. Ja, kenne ich glaube ich nicht. Oh, okay. Müsste ein relativ neuer Champion sein, oder? Ja, relativ neu. Wir haben es relativ zu dir gesehen, dann ja. Er ist vielleicht die 1,5 Jahre alt oder so. Der hat gerade seine Ulti aktiviert und Schaden an mir gemacht. Ja, ist doch gut. Hat er keine Ulti mehr. Könntest du ihn töten eigentlich? Uiuiui. Lauf, Forest, lauf. Oh, es hat geklappt, Ryu. Weißt du, was ich jetzt mache? Was denn? Willst du es mir nicht sagen? Hast du es nicht gesehen? Ich habe einfach eine Klammer gepostet. Und er wird darüber grübeln, was das bedeutet. Es ist eine Provokation. Es wird ihn verunsichern. Psychologische Kriegsführung. Eigentlich musst du ein Fragezeichen machen. Weil dann kommen die gar nicht. Ja, aber dann denkt er ja wirklich so, das ist meine Frage, das nimmt er hundertprozentig als Provokation wahr. Da kann ich mir schwer rausreden, dass es nett gemeint war. Shurima wird fallen. Oder auch nicht. Man weiß es nicht. Der hat sich geisterhafte Erscheinung gekauft. Ist das diese Spirit Visage geisterhafte Erscheinung? Ja. Nee, geisterhafte Erscheinung ist die Maske, glaube ich. Oh fuck! Die Maske hat Magie durchdringung. Und was ist davon besser? Also für Rumble ist glaube ich die wahrscheinlich. Ich mach weiter die Maske dann, okay.
Also ich mache erst wird die Maske jetzt fertig machen und dann wird dir die Geistersicht nicht sehr viel bringen. Dann kriegt der Penetration dazu und macht dir dann noch prozentual Damage. Ich hab, das Problem ist, meine Mana sinken und er wird keine Mana-Probleme haben, weil er Rumble ist. Das ist ein Vorteil von ihm. Naja, wenn du den Q für die Minions benutzt, dann hast du ja kaum Mana-Verbrauch. Ja, aber ich muss dir gerade in Kämpfe gehen mit Ulti und E und so. Oh, die sind tot. Kog'Maw ist tot, ja. Oh Gott, die haben den Drachen gemacht. Ne, wir haben den Drachen gemacht. Ach, wir haben den, das ist gut. Ich habe das Gefühl, die Elise wird stark, wenn er so weitergeht. GG. Wie GG? Nee, nee. Okay, wenn der Warwick so weitermacht, dann ja. Ja. Dann wird das nämlich nichts. Man muss nämlich schauen, wo und wie kann man machen und was muss man abwägen. So funktioniert LOL. Ja. Andi, ich habe mal eine Frage. Ja. Warum spielst du denn eigentlich Toplane, wenn du aufnimmst? Toplane ist doch die langweiligste Lane. Ist mir doch egal. Was ist, wenn sich ein Zuschauer beschwert, dass keine Action da ist? Ich spiele halt Toplane. Musst du halt aufnehmen. Nee. Ja, siehst du. Außerdem mit Toplane, das ist halt auch sehr spannend. Das ist wie so zwei Scharfschützen. Okay. Die gegeneinander die ganze Zeit. Der eine macht Schaden, der andere und dann zurück und es passiert. Man denkt, es passiert nichts, aber es ist die ganze Zeit ein Poker-Strategie-Schachspiel. So musst du das sehen. Oh, stürzt gerade ein Flugzeug in mein Haus? In Real Life? So klingt das auf jeden Fall. Ich glaube, wenn dann, wenn bei dir ein Flugzeug eingestürzt wäre, dann wäre das mehr. Was macht also, Warwick denn? Was macht Warwick denn? Engagen. Ja, da hinten. Ich schreibe trotzdem TY, damit das in Zukunft wieder macht. Die strategische Komponente im Teamspiel. Ich nur bedanken, weil, obwohl ich es nicht gut fand, aber damit das in Zukunft wieder macht. Ja, man kann ja schon den Versuch loben, oder nicht? Ja, wenn er nicht dabei stirbt, dann ja. Hat dir ja quasi einen Gefallen getan. Jetzt muss ich aber home, um mal was zu kaufen. Was macht Warwick denn jetzt hier? Da ist niemand. Ach doch, die sind da! Ja. Yeah. Dann geh weg, Warwick. Da ist die Elise. Die wird, hast du nicht mittlerweile gemerkt, dass sie uns fickt? Geh jetzt nach Hause, Warwick. Sry didn't saw your mana. NP. Jetzt war, hat er sich sogar entschuldigt. Ich glaube, der ist nett, nur nicht so gut. Kannst oh, jetzt, auf den Mana perfekt, klicken. Jetzt kann ich Trinity kaufen. Kannst auf den Mana klicken, dann pingst du, dass du kein Mana hast. Unten also auf dem Mana-Balken? Ja, siehst du. Kannst auf dein Leben machen, auf den Mana. Wie mach ich das denn? Auf deine Erfahrung. Du musst ach, einfach pingen und dann halt auf deinen Mana klicken. Als ob du vorsichtig. Oh, mit der Kuh habe ich jetzt schon Schaden an dem Warwick gemacht. Nicht an dem Warwick. Ich mache jetzt echt schon Schaden an dem Rumble. Die Kuh, die stackt. Ja, ist doch cool. Einfach weiter stacken. Wenn du an Rumble schon so viel Schaden machst, dann was, dann guck mal. Vielleicht wahrscheinlich. Und der ist ja Tank eigentlich. Oh Gott, die kommen! 10.000! Naja, Tank ist er nicht, aber schon eher Tank. Ja, guck mal hier, top! Ja, ich hole den Tor als erstes, keine Sorge. Nasus! Skill! Yeah! Hast richtig gut Q gedrückt. Ich habe auch die W, die E, die Ulti und den Blitz richtig eingesetzt. Ja, gut. Guck mal, ich habe jetzt fast wieder voll live.
Ach, Nasus. Ach, und Nasus. Soraka feedet jetzt? Dann schreibt man, also schreibt der Soraka mal, wir können das gewinnen, wenn wir uns anstrengen. Oder hast du die beleidigt? Warst du fies zu der? Ja, die Soraka ist ja ein Gegner. Ach, der Gegner. Ja, und die ist einfach in mich reingelaufen. Und statt der Laufkarte. Ja, mir passiert das auch manchmal, dass ich irgendwie von der Basis aus, wenn nachdem ich gestorben bin, da hinklicke und dann irgendwie woanders gerade gucke, wie dem Teamfight, dem Fight Toplane gerade, und dann nicht darauf achte, dass ich gerade den Gegner reingelaufen bin. Das ist mir auch schon mal passiert. Guck, Toplane passiert doch was. Das ist die ganze Zeit das Poker-Strategiespiel, bis was passiert. Ich würde jetzt wirklich empfehlen, die Geistessicht zu holen. Ja, mache ich jetzt auch nach Trinity. Elise auch gefeedet ist und die ist der Jungler mit AP-Schaden. Das heißt, aber wir haben im Team keinen einzigen richtigen Tank, oder? Das Tankigste bin ja ich. Ach stimmt, Warwick wird dir später. Bei Warwick, ich finde irgendwie einen Tank, man sollte man als Tank erkennen können. Und ich mag Tanks nicht, wo ihr Charakter nicht aussieht wie ein Tank. Weil Warwick ist irgendwie so ein Wolf. Der sieht für mich eigentlich aus, wie jemand, der angreift und Schaden macht. Da habe ich nicht das Gefühl, dass das... Weißt du, was ich meine? Naja, Warwick ist ja auch kein Full-Tank. Der ist ja nur tanky. Ja, okay. Sowas wie Garen. Der sieht tanky aus. Der darf ruhig ein Tank sein. Ja, der ist auch ein Full-Tank. Aber eigentlich hat der Rumble am Anfang alles richtig gemacht, weil, also, als ich früher gegen Nasus gespielt habe, statt im Internet als Tipp immer gegen Nasus aggressiv spielen. Das hat er am Anfang gemacht, aber ich weiß ja nicht. Ich wüsste jetzt nicht, was Rumble falsch gemacht hat. Falsch hat er nichts getan, aber du scalst halt einfach besser und schneller. Er hat auf jeden Fall die Maske, das ist schon mal sehr gut gegen dich. Da musst du halt aufpassen. Die Maske macht irgendwie 2% extra Schaden am Leben, wenn er dich mit einer Fähigkeit trifft. Was machen die denn da alle? Oder bist du gerade gestorben? Ich war gestorben. Du bist gerade gestorben. Ja. Wenn die Liste ging. Oh, Alter. Aber ich würde den Mana jetzt nicht verschwenden für das W. Einfach die Kuhs weiterfarmen. Ja, aber ich werde langsam greedy. Sollte ich nicht machen. Ja, aber du hast kein Mana, du kannst ja nicht greedy werden. Ich konnte doch nicht mal mit die Kuh gerade machen. Cause of no mana. Oh Gott, Elise, ey, was passiert denn da? Ja, die Sona hat sich zwischen Elise und Kogma gestellt. Was heißt's? Keine Ahnung. Wie, einfach auf Mana klicken. Ich klicke unten auf den Mana-Balken, da passiert nichts. Du musst auf dein Mana pingen. Mit G? Ach, mit G. Dann drauf. Ich wandle. Also jeder, du hast nur 4% Mana. Aber die Gegner nicht, oder? Nee, die nicht. Okay. Ich kann ja unser Chat nicht sehen. Aber die kann das ja trotzdem bei mir sehen, Rumble. Könnte Rumble auf meinen Mana pingen? Nee, das geht nicht, oder? Ah, ich glaube, das geht, aber es ist sehr kompliziert, das macht keiner. Okay. Nee, das geht nicht. Hab's gerade ausprobiert. Man kann halt schreiben, dass zum Beispiel Elise unten ist. Wir haben gerade wieder Rumble getötet, Ryu. Ja, nice. Das, obwohl ich keine Mana hatte, aber für die Kuh hat's gereicht. Äonen vergehen wie Tage. Wie viel war eine Äone? 1000 Jahre oder was? Irgendwie sowas. Äonen sind 1000 Jahre. Ich meine, wenn man so. Nee, 1000 ist ein Millennium. Äonen sind 100 Jahre. Aber wenn man so alt ist wie Nasus. Dann kann ich das schon verstehen. Also 100 Jahre wie ein Tag, das passiert dann einfach mal. So, jetzt habe ich Geistessicht. Was kaufe ich nach Geistessicht? Noch mehr Schaden oder noch mehr Defensive?
Schuhe sollte ich mir mal kaufen. Ach, kann ich? Schuhe? Kann ich? Oh. Was für Schuhe kaufe ich mir? Dann die Magieschuhe. Mache ich mal. Magieresistenz. Ja, die Magieresistenz Schuhe. Kannst du schon dann hinterher rennen? Wenn ich ihn sogar engagieren jetzt direkt. Wenn du deinen Kreis unter ihm machst, dann hat er weniger Armor, dann macht der Kuh noch mehr Damage. Er hat mich gerade verlangsamt durch seine Ulti. Guck mal, er musste seine Ulti wasten, während du einfach der durch die Kuh. Alken, was schreibt ihr denn da? Talking about redemption, my Kuh. Talking about redemption, my Kuh. Nein, irgendwas mit Sonas Redemption. Vielleicht blamt Yasuo gerade, dass sie es nicht eingesetzt hat. Ah ne, sie sagt gerade, sie kann es nicht einsetzen, obwohl sie tot ist. Ach nee, der Yasuo hat nicht weitergekämpft, obwohl Sona ihn heilen konnte, auch wenn sie tot wäre. Vielleicht hat er darauf nicht geachtet. Ja, darauf vielleicht wusste er es halt nicht mal. Sona hat sich ein Item gekauft, damit kann sie so einen Heilkreis machen. Und den kann sie auch einsetzen, wenn sie tot ist. Okay. Sehr gutes Support-Item. Was sagt der eigentlich, wenn da rot ist? Varo, Varo, Varo. Warning, Warning, Warning. Ach, Warning. Also auf Deutsch sagt er wahrscheinlich Warnung, Warnung, Warnung. Haben die das denn überhaupt synchronisiert? Weil es hört sich für mich einfach wie Varo, Varo an. Ja, Varo klingt ja schon anders als Warning. Kann sein, dass er Warnung sagt. Warnung, Warnung, Warnung. Das wäre auch sehr doof. Aber ihr seid Bot schon ganz schön gepusht da vorne, obwohl die euch so oft getötet haben. Was da passiert? Die haben uns nicht oft getötet. Die haben sich mehr getötet. Es steht 23-21. Wir haben 2 Kills mehr als die. Ich habe top mehr Kills gemacht. Also hat Midlane verloren oder was? Midlane oder welche Lane hat Minus gemacht? Ja, Midlane. Yasuo hat ein Minus jetzt. Ich glaube, Warwick, der ist nicht mehr da. Wie hieß es gerade? Ja, doch, ist er. Hab den Turm zu Fall gebracht. Also, es sind gerade alle Leute Botlane. Ihr könnt den Tower holen. Ganz easy. Du farmst den Tower wahrscheinlich weg wie ein Minion. Oh, noch nicht so. Nee, viel. So nicht. Lauf doch nicht weg, Warwick. Du bist. Wir kriegen den. Krieg ich auch an Jungle-Dingern? Wird da meine Kuh auch gestackt dran? Ja, alles, was du mit deinen Kuh tötest, kriegst du stack. Kriegst sogar für Ward-Stacks. Den Kreis nicht vergessen. Würde ich keine Mana. Achso, okay. Oh Gott, Yasuo! Sag doch was! Er kann sich halt leisten, wenn Yasuo ist. Nasus Com Trap, was heißt das? Com. Dass du eine Falle stellen sollst, den Gegnern. Wahrscheinlich einfach in den Jungle gehen und in den gleichen Busch wie Warwick. Dann hoffen, dass sie hinterherkommen. Jetzt müsst ihr mir auch mal helfen! Ohne Hilfe, Warwick will weiter trappen und steht auf dem Busch. WW! Wir hätten da Triple Kill oder sonst was machen können! Jetzt geht der Haum! Ja, kaufen. Die sind bei.
beide, boah, Sona tötet die fast alleine. Jetzt stirbt Sona, obwohl wir da alles hätten ficken können. So, was soll ich mir die Handschuhe hier kaufen? Die bringen mir Mana. Das ist, kannst du die kaufen, ja. Eingefrorene Handschuhe. Jetzt hat Sona Rumble getötet mit Warwicks Hilfe. Ah, nee, nachdem jetzt den Handschuh solltest du dir nicht kaufen, weil du schon Trinity hast. Okay, nicht kaufen. Rückgabe kann ich machen. Was soll ich dann kaufen? Hart kaufen? Dann hast du auch was gegen Kog'Maw, dann kann die keiner mehr was. Ja, aber brauch ich was gegen Kog'Maw? Ich hab das Gefühl, der macht schon gut Damage. Okay. Wenn du das sagst. In der Vergangenheit liegt die Zukunft. Aber ich werde durch gefrorenes Herz ja auch allgemein tankiger, weil es mehr Leben bringt, oder? Ne, bringt's mir gar nicht. Ne, es gibt dir nur Armor, mehr Mana, aber gibt dir auch noch die Fähigkeit, dass alle um dich herum weniger Attack-Speed haben. Es bringt mir aber auch Abklingzeitverringerung. Ja, und mehr Mana. Törichte Worte können Imperien vernichten. Törichte Worte können Imperien vernichten. Warte mal kurz auf Red. Oh Gott, guck mal. Im 1:1, Gott, er hat... Im 1:1 besiegt, aber das war knapp, weil er sich an mir hochgehealt hat. Dann kannst du dir noch einen Dornpanzer holen, wenn du unbedingt willst. Aber guck mal, ist jetzt nicht so eine große Gefahr. Nee. Dass du extra noch ein Armor-Item brauchst. Nee, ich glaube ich auch nicht. Oh Gott. Das ist voll in der Falle. Uiuiui. Nee, das war keine Falle, das war... Ein Bait. Ja. Hat sie zu uns geködert. Stopp den. Dann halt nicht stoppen. Jetzt sollten wir gehen. Können die kämpfen? Okay. Also die können halt nichts wegen mir nicht anrichten. Kommt, man könnte dir noch gefährlich werden, aber nur wenn er alleine da ist. Wenn du alleine da bist und er dich einfach dauerballern kann. Schon interessant hier. Oh Gott, da macht Ari. Heißt die Ari? Ja. Oh nein, jetzt hat er mein Schild gekauft. Uiuiui. Oh, ich werd zu hell. Warst du das gerade? Ja. Ich geh da lieber. Ich komm meine Ulti nicht. Don't overextended. Okay. Ja. Wir stehen in deren Basis, also da darf man das mal. Bin nur gestorben, weil ich nicht ulten konnte. Weil ich gemutet war. Yasuo macht den Baron alleine? Ja, macht er. Aber ich kann ja trotzdem mal helfen, zur Sicherheit. Steal ihn mit den Kuh. Krieg ich dann sogar ein Stack mit meiner Kuh? Wahrscheinlich, oder? Ich glaube, ich krieg sogar doppelte Anzahl von Stacks, weil es ein episches Monster ist. Oh. Oh nee. Muss mal gucken, was auf den Kuh steht, wenn du epische Monsters. Nasus, eine Einheit tötet, wird sein Schaden permanent erhöht, steht da nur. Oh, dann kriegst du nicht mal Bonus, das ist ja lame. Das ist eine tolle Rumble-Ulti. Wartet da mal auf mich.
mir ja gerne noch mal was kaufen. Ich habe das Gefühl, wenn ich was kaufe und gehe und zurückkomme, habt ihr schon gewonnen. Ich hasse es, wenn ich zurückgehe und dann halt das Spiel wird. Guck, wenn ich nach Hause gegangen wäre, wäre es jetzt vorbei gewesen. Gewonnen! Das war ein schnelles, obwohl so schnell war es gar nicht, aber das erste siegreiche LoL zum Sonntag. Wir waren nur zu zweit. Ja, also es war das erste siegreiche LoL zum Sonntag seit dem Reboot. So. Weil die letzten beiden haben wir ja verloren. Und wir waren nur zu zweit. Bedeutet das, die anderen ziehen uns runter? Man weiß es nicht. Also ich wäre schon sehr für ein Jahr. Wobei man sagen muss, die Elisa, die Midlaner hat sich quasi auch runtergezogen. Aber der Jungle, der Warwick, der war nett. Naja, dann bis zum nächsten LOL zum Sonntag, nächste Woche. Haut da rein, bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.